Was schöne. Schöne Grüße an Yannick. Ja, schöne Grüße. Für die Gläser nochmal. Ja, Prost fest, Yannick. Ja, sie sind hier, super. Wir haben den Hausen eingeladen. Und? Heute trinken wir. Wisst ihr ja nicht mehr, wa? Nee, hab ich schon vergessen. Hat Rico schon ja vergessen, der hat nämlich langsam Alzheimer, der ist irgendwie 60. Hasenhell heute. Naja. Hasenhell ist eine untergärige, helle Bierspezialität, erfrischend süffig und beliebt seit Generationen. Ein typisches Hasen, einfach, ehrlich, echt. Na, guck mal, 5% hat der Teil, bereits seit 1464 ist die Hasenbräu in Augsburg ansässig. In unserem heutigen Stammhaus der historischen Kälberhalle mit Brauschenke ist Biertradition spürbar und erlebbar. In früheren Zeiten braute der Hausbräu noch selbst getreu dem Motto, einfach, ehrlich, echt, unser Hasenhell ist ein urtümliches Helles, angenehm würzig mit leichter Hopfennote. Bin ich ja mal gespannt, ey. Also, Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt. Also, ne, ist ja... Nach dem bayerischen Reinheitsgebot gebraut. In Augsburg, ja, genau. Auspacken oder wegpacken, steht hier. Schon auspacken. Das sieht mir fast so aus. Das könnte auch von damals das Original-Etikett sein, oder? Also so wie das aussieht, alt. Ich wollte gerade sagen, das sieht altbacken aus. Ja. Also man könnte auch traditionell sagen, ja. Nicht altbacken. Ja. Traditionell, rustikal, was weiß ich. Ja, also das hat schon was. Aber ich würde dem jetzt nicht mehr wie 2 Punkte geben. Ich hätte 1 Punkt gesagt. Echt? Ja. Aber dann machen wir halt mal 2 draus, weil der Osterhase sagt 2. Gaumenliebe oder Gaumenhiebe? Na, dann... Ach nee, warte mal. Augensucht oder Augenflucht erstmal. Nee, schau mal. Jetzt gieß ein, sodass keiner sieht. Kipp in. Glück, Glück, Glück. Ihr macht mich fertig, ey. Nee, da war null Sprudel, wa? Ja. Doch, da war was. Ey, wer jetzt noch sprudelt, dann wäre das für mich schon wieder Vollpunktzahl. Naja, 3 Punkte. Ja. Warum bewegt sich da nichts? Gaumenliebe oder Gaumenliebe? Also, die wisst ihr? Also, das ist ja... Aber was ist denn da los? Nix? Prost. Prost. Osterhasi. Ah, da war noch was. Ja, ich wurde heute extra eingeladen. Heute ist ja Ostern, aber für die Testoleros habe ich immer Zeit, habe ich gesagt. Boah. Muss man einen Schluck trinken. Ja, was soll ich dazu sagen? Mild, sehr würzig. Angenehme Säure. Warte mal nochmal kurz. Boah. Ja. Jens, was sagen wir dazu? Das ist halt ein... Jens ist ja nicht da. Ach so. Ich finde das Symbol von mir sehr schön hier. Ja, wie mein Schwanz da steht. Das waren es auch Zeiten, wa? Das war noch Zeit. Na, sag mal, der steht immer noch. Nee, also schmeckt natürlich hervorragend. 10 oder 11 Punkte. Ja? Also heißt hier ja. 10,5 kann ich nicht vergeben. Das war eine Frage. Also, auf jeden Fall 11. Ich würde sogar fast... Spezialpunkte? Ich bin der Hase. Ah, ja. Okay. Spezialpunkte? Das hat einen Spezialpunkt verdient, weil ich hier bin. Ich bin der Hase. Ich finde es gut, dass ich gehe mal davon aus, das alte Etikett weiterhin benutzen. Traditionell gut. Zwei Spezialpunkte. Naja, ja, 2. Ja, reicht aus. Okay. Deutsch Reinheitsgebot haben wir schon abgehakt. Mhm.
Ja, Uwe noch. Ist der Uwe zu Ostern auch dabei? Tja, das wird man sehen, ob der auch dabei ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich muss, guck mal hier. Ja gut, jetzt ist es zu spät. Jetzt hast du nicht mehr geguckt. Muss schon gucken, wenn ich spannend mache. Jetzt hast du sie sehen, mal die Kohlensäure. Hab ich dir doch gesagt, das ist gutes Bier. Das war mein Hasenhell. Osterhasenhell müsste da eigentlich stehen. Ich verstehe das ja auch nicht. Aber ich bin in Verhandlungen. Wenn wir dann mal so mal die Biere gegeneinander antreten lassen. Ja, das kommt nach Ostern wohl. Echt? Kendall gegen Hasse, oder? Oh, also wenn euch das interessiert. Hat mir Jens so gesagt. Mhm. Aber Jens jetzt sagt, dann wird das wohl so passen. Nee, der ist der Einzige, der hier was plant. Also, wenn ihr auch mal so Ideen habt, welche Biere gegeneinander antreten sollten, dann na, entschuldige mal bitte. Ja, da ist Alkohol drin, was soll ich denn machen? Boah, ist das ekelhaft, ey. So. Uwe? Ja oder nee? Du lässt mich echt nicht ausreden, Osterhase. Nee, weil ich hab zu tun noch. Ich muss noch die ganzen Eier verstecken. Ja. Naja, ey. Und dann muss ich demnächst auch nochmal vorbeikommen, damit Jens mich sieht. Naja, schnell ihn heben und die Eier verstecken. Ja, du, zwischendurch halt auch mal duscht. Mach ich auch gerne. Erst ihn heben und dann Sachen verstecken. Uwe, gibt's nicht. Boah, Alter, ey, ja. Also, ganz ehrlich, also der Osterhase, der haut sich so das Bier weg. Ja, also da komme ich überhaupt nicht hinterher. Ist wahrscheinlich beruflich bedingt. Ja, aber ich muss flink sein. Nicht so wie ihr. 22 von 30 Punkten. Das ist natürlich. Also, wenn ich jetzt so könnte hier Silber sein. In meinem Alter auch richtig denke, könnte das wirklich Silber sein. Ja, natürlich. Hatte der Osterhase wieder versteckt hier. Ja, ich hab's versteckt. Das ist ja ganz klar. Und ich hab's nicht gefunden, ey. Naja. Sehr gut versteckt. So. Ja. Wie viel? 22? 22. Kriegst du, wa? Schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechenden Aussehen. Also Silber. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Hasen. Habe ich gut gebraut. Ja. Hat er gut gebraut. Was trinke ich denn das nächste Mal mit Jens? Moment. Wenn ich wieder vorbeikomme, aber nur auf dem Kurzen. Oh. Oh. Augsburger Original. Naturtrübes Kellerbier. Muss ich jetzt nach vorne? Ja, ein bisschen einen langen Arm machen einfach. Ich glaube, der Hase, der sollte sich mal rasieren, ey. Wieso denn? Naja. Naja, das nächste Mal komme ich rasiert vorbei, ist okay. Machen wir, kein Problem. Also Leute, wenn ihr mich wiedersehen wollt, das nächste Mal mit Jens, dann trinken wir das geile Kellerbier von mir. Unbedingt abonnieren, kommentieren und so das ganze Zeug hier wird hier. Und rasieren. Und rasieren. Gut. Alles klar, bis zum nächsten Mal und ciao. So, ich muss jetzt los hier die Sachen verstecken. Versteck mal. Was verstecken muss ich?